Ja, ich möchte jetzt noch ein paar Bemerkungen machen zur Gauß-Elimination. Und eine davon ist wirklich wichtig, das werden Sie nachher sehen. Okay, zunächst mal eine Bemerkung zur Anzahl der Rechenoperationen. Wir haben gesagt, das ist n hoch 3 Drittel plus o von n Quadrat. Als Vergleich, wie sieht es denn bei der Cramerschen Regel aus, über die ich schon zweimal hergezogen bin? Das Problem mit der Cramerschen Regel ist, wenn Sie dort die Determinante einfach mit dem Entwicklungssatz entwickeln und ausrechnen, brauchen Sie tatsächlich n-Fakultät Rechenoperationen. Das werden Sie ausrechnen in den Übungen und das ist völlig inakzeptabel. Ja, das geht überhaupt nicht. Das heißt, deshalb finde ich die Cramersche Regel aus. Zweite Bemerkung, ich habe vorhin nicht darauf geachtet, ob eventuell das Hauptdiagonalelement 0 ist und das dann passiert. Das können wir uns mal eben hier anschauen. Gehen wir mal zurück zu unserem Gleichungssystem. Ich bin hier vorne. Im ersten Schritt teile ich durch das Hauptdiagonalelement hier unten. Jetzt könnte es natürlich sein, dass dieses Hauptdiagonalelement 0 ist und dann funktioniert das natürlich alles nicht. Da kann ich nicht ein Vielfaches der ersten Gleichung so aufaddieren, dass in der zweiten Gleichung hier vorne an dieser Stelle eine 0 steht. Okay, was könnte man in dem Fall machen? Dann nehmen wir zunächst mal an, hier vorne in dieser Gleichung steht an dieser Stelle hier vorne eine Nicht-Null. Das heißt, nur die 3 da oben ist 0, die 6 hier vorne bleibt nach wie vor stehen. Dann kann ich sagen, naja, die Reihenfolge der Gleichung in einem linearen Gleichungssystem ist ja völlig egal. Das heißt, ich vertausche einfach die erste und die zweite Gleichung. Dann steht ein Nicht-Null-Element hier oben auf der Hauptdiagonale und alles ist wieder gut. Das heißt also, durch eine Vertauschung der Gleichungen kann ich es erreichen, dass hier oben ein Nicht-Null-Element steht und damit wieder die Gauß-Elimination durchführbar ist. Was könnte noch passieren? Es könnte noch passieren, dass hier vorne nur Nullen stehen. Ja, dann kann ich es nicht durch Vertauschung hinbekommen, dass hier oben auf der Hauptdiagonalen ein Nicht-Null-Element steht. Und in dem Fall kann ich die Gauss-Elimination nicht durchführen oder kann ich diesen Schritt nicht durchführen. Aber wir sehen sofort, dann ist es auch völlig unnötig, diesen Schritt durchzuführen. Denn wenn hier überall Nullen stehen, dann ist natürlich das x1 aus den Gleichungen 2 bis n bereits eliminiert und der Schritt ist im Grunde bereits durchgeführt. Ja? Das heißt, ich kann dann sofort zum nächsten Schritt übergehen. Ganz kurze Anmerkung, wann kann das passieren, dass hier vorne nur Nullen stehen? Naja, dann haben wir eine komplette Spalte aus Nullen und dann ist natürlich die Matrix auch nicht invertierbar. Das heißt also, sowas kann nur auftreten, wenn tatsächlich die Matrix nicht invertierbar ist. Okay, das ist im ersten Schritt. Was ist in den weiteren Schritten? Naja, also da kann es mir natürlich passieren, dass an dieser Stelle hier vorne der Koeffizient 0 ist und dann würde ich halt ja auch an diese Stelle wieder ein Nicht-Null-Element versuchen hinzupermutieren durch Vertauschen von Zeilen. Wenn das nicht der Fall ist, also wenn da unten nur noch Nullen stehen, dann habe ich wieder bereits alles eliminiert hier unten, da kann ich wieder einfach weitermachen. Die Frage ist, darf ich dann auch nach oben suchen oder darf ich dann nur weiter nach unten suchen? Naja, Sie sehen sofort, wenn ich hier diese Zeile nehme und mit der ersten Zeile zum Beispiel vertausche, dann ist das natürlich eine schlechte Idee, weil ich dann meine Zeilenstufenform da vorne wieder zerstören würde. Das heißt, diese Suche nach den Nicht-Null-Elementen ist natürlich nur erlaubt hier auf der Hauptdiagonalen und darunter. Wenn ich nach oben vertauschen würde, dann würde ich ja hier meine Zeilenstufenform wieder kaputt machen. Okay, Quintessenz dieser ganzen Sache ist, also wenn alle Hauptdiagonalelemente, die im Verlauf des Algorithmus auftauchen, wenn die alle ungleich 0 sind, dann ist sowieso mein Algorithmus durchführbar. Falls irgendwann mal eine 0 auftritt, kann ich erstmal versuchen, eine Gleichung von weiter unten auf die Hauptdiagonale, also auf die aktuell betrachtete Zeile, zu permutieren. Stehen da unten nur Nullen, dann kann ich den Schritt einfach auslassen. Ich kann mir aber auch schon mal merken, in dem Fall ist die Matrix nicht invertierbar. Quintessenz des Ganzen ist, eine Gauss-Elimination ist immer möglich, unabhängig davon, wie die Matrix aus- und wie das Gleichungssystem aussieht. Es kann mir halt passieren, dass ich die Gleichungen in einer bestimmten Reihenfolge anordne.
Nachdem wir das erkannt haben, dass ich im Grunde frei bin, meine Gleichung anzuordnen, wie ich will, fragt man sich natürlich, naja, gibt es vielleicht jetzt günstige Anordnungen oder und ungünstige Anordnungen der Reihenfolge der Gleichungen, gerade auch im Hinblick auf Auslöschung und im Hinblick auf den numerischen Fehler, der entsteht beim Ausrechnen. Und das ist tatsächlich der Fall. Und wir wollen uns nicht die gesamte Auslöschungshistorie aller Additionen anschauen, die auftauchen in diesem Algorithmus, sondern wir wollen uns eine ganz bestimmte mal anschauen und wollen daran lernen, wie man günstig die Reihenfolge der Gleichungen tatsächlich wählt. Und zwar gucken wir uns an beim Ausrechenschritt, beim Einsatzschritt am Ende, wenn man das x1 tatsächlich ausrechnen will. Dann hat man ja das x2 bis xn tatsächlich schon ausgerechnet und will jetzt durch ein Einsetzen von x2 bis xn in die erste Gleichung das x1 ausrechnen. Konkret sieht das so aus, x1 ist gleich 1 durch das Hauptdiagonalelement a11, b1 minus Summe k gleich 2 bis n, a1k mal xk. Ja? Das ist also jetzt einfach nur das, was wir vorhin hier gesagt haben. Ja, hier vorne haben wir das x1 ausgerechnet. Das ist genau die Formel, die ich jetzt hier vorne benutzt habe. Uns interessiert, unter welchen Bedingungen entsteht hier vorne bei diesem Minuszeichen Auslöschung. Ja, das ist ja gefährlich. Ja. Hier vorne ist ein Minuszeichen. Das heißt, hier wird tatsächlich subtrahiert. Und die Frage ist, kann dabei Auslöschung entstehen? Das heißt also, sind b1, n und diese Summe hier vorne, sind die ungefähr gleich groß? Okay, wenn die ungefähr gleich groß wären, dann wäre das Ergebnis dieser Subtraktion hier sehr, sehr klein. Was das Ergebnis dieser Subtraktion hier vorne ist, das kann ich aber sofort sagen. Denn wenn ich hier vorne einfach mit dem Hauptdiagonalelement multipliziere, dann sehe ich, das ist nichts anderes als a11 mal x1. Okay, das heißt also, um Auslöschung zu vermeiden, muss ich versuchen zu garantieren, dass dieses a11 mal x1 möglichst groß ist. Jetzt haben wir aber gerade gesehen, die Reihenfolge der Gleichungen ist im Grunde völlig egal. Das heißt, günstig wäre es doch, wenn ich dieses a11 hier vom Betrag möglichst groß wählen würde, dann wäre es tatsächlich auch so, dass dieses a11 mal x1 möglichst groß wäre. Diese Idee nennt man Spalten-Pivot-Suche. Das heißt, ich suche einfach in der ersten Spalte erstmal das Element, das am größten ist vom Betrag her, der Matrix, und permutiere diese Zeile dann einfach nach oben. Ich vertausche diese Zeile so, dass dieses Element dann anschließend oben steht. Was wird das für unser Gleichungssystem bedeuten? Ich gehe hier vorne in die erste Zeile, in die erste Spalte, Entschuldigung, suche das größte Element, das ist diese 6, und diese 6 permutiere ich hier vorne an die erste Zeile, das heißt, ich drehe das Gleichungssystem um, dass die 6 hier oben in der ersten Zeile steht. Ja, also das ganze Gleichung, die ganze Gleichung hier nehme ich einfach als erste. Dadurch habe ich garantiert, dass dieses a11 mal x1 möglichst groß wird und später beim Einsetzen wird mir das dadurch gedankt, dass ich da tatsächlich eine geringere Gefahr von Auslöschung bekomme. Okay, gut, das heißt, das scheint eine gute Idee zu sein und die Frage ist, macht das tatsächlich was aus oder ist das was, was mir jetzt hier nur ausgedacht habe? Wir wollen ein kleines Beispiel rechnen, und zwar an einem 2x2 Gleichungssystem. Und wir wollen das wieder tun auf einem Rechner, bei der nur zwei Stellen darstellen kann im 10er-System. Wir betrachten das Gleichungssystem 10 hoch minus 4 x1 plus x2 gleich 1 plus 10 hoch minus 4 und x1 plus x2 gleich 2. Wie habe ich diese Größenordnungen von 10 hoch minus 4 und 1 und so, warum habe ich die so gewählt? Naja, also wenn ich jetzt zu der 1 hier vorne das 10 hoch minus 4 dazu zähle, dann ist das sowas wie 1,0001. Naja, aber das ist auf einem Rechner mit zwei Stellen nicht darstellbar und wird sofort zu 1 gerundet. Entsprechend, wenn ich hier vorne die 10 hoch minus 4 abziehen würde, wird auch sofort alles zu 1 gerundet. Ja, also das ist die Aussage, das ist der Trick, warum ich die Größenordnung hier so gewählt habe. Okay, führen wir jetzt die Gauss-Elimination durch. Wir bringen zunächst mal unsere Zahlen überhaupt nur auf den Rechner. Dann steht hier vorne 10 hoch minus 4 x1, 10 hoch minus 4 ist darstellbar auf dem Rechner. Die 1 ist darstellbar, hier steht 1 plus 10 hoch minus 4, 1 plus 10 hoch minus 4, habe ich gerade schon gesagt, ist nicht darstellbar auf dem Rechner, wird gerundet zu 1. Hier steht 1
plus 1, also x1 plus x2 gleich 2. Okay, Sie sehen natürlich sofort, die richtigen Lösungen sind 1 und 1. Ja, genau so ist es natürlich gemacht. Jetzt führen wir auf dem Rechner unsere Gauss-Elimination durch. Das heißt also, wir müssen hier vorne an diese Stelle eine 1 bekommen. Das heißt, wir nehmen die erste Gleichung mit 10 hoch 4 mal und addieren die dann zur zweiten. Okay, da weiß ich schon, hier vorne kommt eine 0 hin, das brauche ich gar nicht auszurechnen. Hier vorne steht 10 hoch 4 mal x2 plus 1 mal x2. 10 hoch 4 plus 1 wird zu 10 hoch 4 gerundet, gibt 10 hoch 4 x2 gleich 10 hoch 4 plus 2 wird auch sofort zu 10 hoch 4 gerundet. Okay, das heißt also, auf dem Rechner rechnen wir aus, erstmal x2 gleich 1. Und das ist hier vorne, das bekomme ich hier sofort aus dieser zweiten Gleichung. Ich mache rückwärts einsetzen, x2 gleich 1. Und dann setze ich hier das x2 gleich 1 ein und sehe sofort, okay, da muss x1 gleich 0 sein. Das heißt, das auf dem Rechner ausgerechnete Ergebnis ist sofort x2 gleich 1 und x1 gleich 0. Okay. Fehler in x1 ist 100%, obwohl wir mit im Grunde exakten Werten reingegangen sind. Umgekehrt, wenn ich jetzt Spaltenpivotsuche mache, dann suche ich mir das größte Element hier vorne in der ersten Spalte. Das ist hier vorne das x1. Ja. 10 hoch minus 4 ist zu klein. Ich bringe die zweite Gleichung auf die Hauptdiagonale, also hier vorne auf die Stelle, die ich gerade bearbeite. x1 plus x2 gleich 2. 10 hoch minus 4 x1 plus x2 gleich 1 plus 10 hoch minus 4. Das ist dann mein neues Gleichungssystem. Wenn ich das auf den Rechner bringe, sehen Sie sofort, alles bleibt stehen, bis auf das 1 plus 10 hoch minus 4 wird zu 1 gerundet. Wenn ich jetzt die Gauss-Elimination durchführe, habe ich hier x1 plus x2 gleich 2. Ich muss die erste Gleichung mit 10 hoch minus 4 multiplizieren, um hier vorne an diese Stelle eine 0 zu bekommen. Da kommt eine 0 hin. 10 hoch minus 4 x2 plus x2 gibt x2, ja, wird zu x2 gerundet. Hier haben wir 1 plus 10 hoch minus 4 plus 2, und 1 haben wir ja nur, wird ja auf dem Rechner bereits, ja, das ist also wird zu 1 gerundet. 1 plus 2 mal 10 hoch minus, minus 2 mal 10 hoch minus 4, Entschuldigung, gibt hier vorne, wird gerundet zu 1, ja, das hier vorne, also ist klar, alles wird hier oben mal 10 hoch minus 4, dann verschwindet alles sofort in der 1 darum, ob ich nun Plus oder Minus mache, ist völlig egal, wird alles zu der 1 gerundet. Okay, gut, wir machen wieder rückwärts einsetzen, x2 gleich 1, steht schon da. Und x1, ich setze hier vorne 1, ich setze hier vorne ein, x2 ist 1, also x1 ist 2 minus 1 und damit 1. Und ich habe in diesem Fall das exakte Ergebnis bekommen. Das heißt also, wenn die Größenordnungen in unserer Matrix sehr unterschiedlich sind, und das ist natürlich hier der Fall, ja, hier steht einmal ein 10 hoch minus 4 und einmal steht hier vorne eine 1 als Koeffizienten. Das heißt also, wenn die Größenunterschiede der Matrix sehr groß ist, ist es tatsächlich sehr wichtig, dass diese Hauptdiagonalelemente möglichst groß sind. Das heißt, ich versuche in jedem Schritt möglichst große Elemente auf die Hauptdiagonale zu bringen. Und ja, und offensichtlich sieht man hier, das Ganze zahlt sich aus. Und wichtig ist der Merksatz, die Anordnung der Zeilen ist tatsächlich extrem wichtig.